Ja, Weihnachten steht vor der Tür. Die Skisaison in Österreich steht auch zumindest in einigen Skigebieten vor der Tür. Ab 24. Dezember sperrt ja auch im Bundesland Tirol das ein oder andere Skigebiet auf. Eins, das nicht aufschließt, das ist das Skigebiet von Ischgl. Und da wollten wir jetzt mal ganz kurz nachfragen. Andreas Steibel, den Geschäftsführer vom Tourismusverband Paznaun. Andi, warum die Entscheidung, dass das Skigebiet in Ischgl derzeit nicht aufsperrt? Ja, grundsätzlich muss ich sagen, mir tut das Herz weh, weil wir eine so schöne Winterlandschaft haben und die Pistenbedingungen wären so toll. Aber wir haben jetzt nach langer Prüfung jetzt auch entschlossen, dass wir nicht mit dem Skibetrieb anfangen, weil wir natürlich eine außergewöhnliche Situation haben, nämlich mit dem Schweizer Skigebiet. Und dadurch, dass da zwei unterschiedliche behördliche Auflagen vorhanden sind und einerseits natürlich auch, was die Quarantäne betrifft und auch, was die Gastronomie betrifft in der Schweiz, möchten wir dieses Risiko nicht eingehen, weil wir sagen also, Priorität Nummer eins ist natürlich die Gesundheit und natürlich die Sicherheit für unsere Gäste. Ist ja wahrscheinlich auch ein bisschen problematisch. Das Skigebiet von Ischgl ist ja mit dem Schweizer Skigebiet Samnaun verbunden. Rein theoretisch, wenn ich jetzt in Ischgl einsteige, in die Schweiz fahre, retour komme, müsste ja der Skifahrer, der einheimische Skifahrer, der Tagesgast ja dann auch womöglich 10 Tage in Quarantäne gehen. Ja genau, so ist es und das ist ja eine Tatsache. Also weil hier diese unterschiedlichen behördlichen Auflagen natürlich einer der größten ist, was uns jetzt trennt, gemeinsames Skigebiet. Und das ist natürlich jetzt nicht machbar. Und andererseits natürlich, wenn die Gastronomie auch unter anderem jetzt in der Schweiz mit Takeaway die Gäste versorgen kann, ist das in Österreich, also auf unserer Seite, nicht möglich. Und auch da wollen wir jetzt eigentlich kein Risiko eingehen. Und deswegen haben wir gesagt, wir warten jetzt noch ab, auch bis die ganzen gesundheitlichen Zahlen beziehungsweise die Inzidenzzahlen auch runterkommen, auch seitens von der Schweiz, dass wir dann sagen, okay, jetzt können wir starten, weil jetzt ist auch die Sicherheit vorhanden. Ursprünglich war der Start ja auch für den 24. Dezember bei euch vorgesehen, jetzt die Verschiebung auf Januar nächsten Jahres. Wie sind denn eigentlich so die Reaktionen? Was kriegt man denn so mit von Anrufen im Tourismusverband Ischgl? Verständnis für die Entscheidung oder gibt's da auch das ein oder andere böse Wort? Ja, es ist so, natürlich, man bekommt mit, dass sich die Bedingungen auf der Piste jetzt in Ischgl und auch eine Winter-Wunderbird jetzt vorhanden ist. Wir haben so viel Schnee, wir haben die besten Voraussetzungen jetzt auch für einen Saisonstart. Ja. Da ist man natürlich etwas traurig. Ich würde sagen, nicht verärgert, sondern eher traurig, aber auch andersrum. Man hat wirklich als Verständnis, gerade was hier Ischgl betrifft, die ganze Welt schaut auf Ischgl und wir müssen natürlich das ganz sensibel auch angehen und deswegen sagen wir, warten wir noch ein wenig und dann starten wir richtig in die Saison hinein und können auch wirklich dann sagen, wir sind einer der sichersten Urlaubsorte. Da muss ich nochmal nachhaken. Du hast es schon angesprochen, die ganze Welt wird sicherlich nach Ischgl schauen, wenn die Skisaison eröffnet wird. Welche Sicherheitsmaßnahmen im Skibetrieb sind denn von euch jetzt im Einzelnen genau getroffen worden? Ja, grundsätzlich muss man sagen, wir haben aus den Erfahrungen gelernt vom letzten Winter. Wir haben uns im Sommer wirklich umfangreich gemeinsam mit Behörden, auch mit Experten zusammengesetzt und haben ein großes, umfangreiches Gesundheitsmanagement zusammengestellt, das weit auch über den behördlichen Auflagen liegt. Unter anderem natürlich auch das Testmanagement, also die Gäste können sich auch testen lassen mit PCR-Test, mit Antigentest, auch unsere Mitarbeiter in ganz Ischgl werden laufend getestet, zu Beginn der Saison, auch laufend in der Saison. Natürlich auch das Thema, was die Aufstiegshilfen betrifft, nämlich das Liftfahren, das Sesselliftfahren, die Gondelfahrten, alles mit dem entsprechenden Mund- und Nasenschutz, aber auch gerade bei den sensiblen Bereichen, nämlich im Anstiegbereich bei der Talstation, haben wir ein sogenanntes System, Kontroll- bzw. Überwachungskamera-System jetzt da einzigartig in Ischgl auch installiert. Also das heißt also, die Kamera misst den Abstand
der jeweiligen Urlaubsgäste und sollte der nicht eingehalten werden, dann wird man darauf hingewiesen, charmant natürlich nicht in einer Form eines Alcatraz-Hochsicherheitsgefängnis, sondern es soll ja auch noch der Urlaubscharme da sein, aber es soll einfach immer wieder der Sicherheitsaspekt in den Köpfen der Gäste verankert sein, was auch unter anderem ein bisschen Richtung Service auch geht, nämlich auch in Echtzeit wird auf der Ischgl-App die Wartezeit bei den jeweiligen Talstationen, bei den drei Hauptaufstiegshilfen dann auch übermittelt und als Informationsbasis für den Gast zur Verfügung stehen. Abschließende Frage an die Steibel, Blick in die Zukunft. Gibt es schon ein Datum, das anversiert wird, wann denn der Wintersport in Ischgl möglich sein wird? Wir stehen natürlich jetzt unverständlich hinter diesen Entscheidungen der Bundesregierung. Wir sehen es auch sehr, sehr gut, beziehungsweise auch, dass auch die Länder jetzt, also unsere Nachbarländer, natürlich auch Deutschland, auch diese strengen Maßnahmen vollziehen, weil wir einfach glauben, dass natürlich durch diesen vielen umfangreichen Maßnahmen auch ein Erfolg man erzielen kann, nämlich dass die Zahlen hinuntergehen und dass natürlich dann die Sicherheit wesentlich stärker da ist. Und wir glauben, dass dann, ja, wenn einerseits die behördlichen und die gesundheitlichen Rahmenprogramme dann seit Jänner Monat dann bestehen werden und wir dann richtig in die Saison starten können.